In diesem Workshop möchte ich nochmals das Thema Schwarz-Weiß-Umsetzung aufgreifen. Und zwar sehen Sie links oben ein Original, welches sich auf eine spezielle Art und Weise ganz neutral im RGB bearbeitet habe. Also Sie sehen, das Bild ist immer noch RGB, aber wenn ich hier das Infofenster aufrufe und irgendwo im Bild hineingehe, sehen Sie bei den RGB-Werten immer dreimal die gleiche Zahl. Das heißt, dieses Bild hat nirgends einen Farbstich. Also wenn ich ein Graustufenbild, eine Schwarz-Weiß-Umsetzung im RGB an einen Druckdienstleister wie zum Beispiel einen Fotobuchhersteller sende, dann sollte ich darauf achten, dass alle drei RGB-Kanäle in den gleichen Ziffern zu stehen kommen. Ich habe mal einfach zur Ansicht drei weitere Bilder aufbereitet und wenn man jetzt solche RGB-Bilder dann zum Beispiel auf einer Indigo eines Fotobuchherstellers drucken lässt und man nicht dreimal die gleiche Zahl hat und eine Farbseparation auf CMYK geschieht, dann kann es sein, dass es zu Farbstichen kommt. Man sollte also schauen, wenn man Schwarz-Weiß-Umsetzungen in RGB macht, dass am Schluss das RGB-Bild in sämtlichen drei RGB-Kanalen die gleiche Zahl aufweist. Dann hat man Gewähr, dass bei einer Farbumsetzung auf CMYK kein Farbstich entsteht. Solche Umsetzungen kann man natürlich auf diverse Arten machen und ich möchte Ihnen mal zwei, drei dieser Varianten aufzeigen in diesem Workshop.